wie in meinem Traum, Amicia. Das ist der schönste Ort, den ich je gesehen habe. Ja, ist sehr hübsch hier. Aber jetzt müssen wir finden, was dich hierher gerufen hat. Willkommen! Diese Straße führt zum Markt. Es gibt dort viel zu sehen. Dann schnell hin, los! Ja. Hey, wartet kurz. Ich habe von diesem Traum gehört. Und, naja, ich würde gerne helfen, aber dazu muss ich wissen, wonach ihr sucht. Na gut. Also, es ist, ein bisschen seltsam. Aber erzähl du, Hugo. Ja, in meinem Traum bin ich am Strand aufgewacht. Ich war krank und hatte große Angst. Aber dann bin ich einem großen Vogel gefolgt. Ich dachte, ich sterbe. Der Vogel hat mir Wasser gezeigt, das mich gesund gemacht hat. Und da war ein großer Baum. Und dann wache ich immer auf. Gut. Also, Vogel, Baum und Wasser. Könnte überall sein, aber wohl besser als nichts. Wir können auf dem Markt fragen. Los! Oh, das ist toll! So viele Farben und Parfums. Amicia, fragen wir die Leute nach meinem Traum? Erzähl nicht, dass es ein Traum ist. Und frag nicht zu viele Leute. Man weiß ja nie. Ja, ich frage mal. Frisches Obst, direkt aus dem Garten unserer Mutter. Hallo, mein Herr. Guten Tag. Was kann ich für dich tun? Brauchst du Gewürze? Später vielleicht. Wir haben von einem Teich gehört, der Leute heilen kann. Wisst ihr, wo der ist? Keine Ahnung. Aber während der hellen Tage kann man sich auf viele Arten segnen lassen. Ah, gut zu wissen. Gibt es auf der Insel einen großen Vogel? Wir haben einige hier und da. Vielleicht siehst du sie ja. Gut, danke für eure Hilfe. Gern geschehen. Kein Teich, aber vielleicht Vögel. Ja. Oh, dieses Jahr ist irgendwie mehr los als sonst. Ha, ich glaube, wir haben diesmal doppelt so viele Stände. Saftiger Schweinebraten. Wer hat Appetit? Helle Stoffe! Perfektes Gewand für die hellen Tage! Hallo, mein Herr. Kennt ihr... Gibt es hier einen Zauberteich? Mit Vögeln und Bäumen? Ich bin nicht von hier, weißt du. Ich besuche nur den Markt. Habt ihr vielleicht einen Vogel? Danke, mein Herr. Gern doch. Du bist so taktvoll, wie du groß bist. Was? Sehen wir uns weiter um. Oh. Olivenöl, Kräuter, alles für den perfekt gedeckten Tisch. Fische, groß und frisch, direkt aus dem Hafen. Wer braucht noch Blumen zum Werfen für die Festlichkeiten? Greift zu! Salben, Salben gegen Blutergüsse, zwei zum Preis von einer. Köstlich salzig. Der beste Schinken der Insel. Kommt und seht euch um. Wir haben Brassen, Barsche, Sardinen, Fische für jeden Geschmack. Alles klar. Dann fragen wir uns mal durch.
Gute Arbeit mit den Dekorationen. Und wir brauchen noch Leute, die uns bei den Vorbereitungen für das abendliche Festmahl helfen. Guten Tag. Hallo. Wir sind neu hier und haben von einem Strand gehört. Mit einem Teich, ganz in der Nähe. Sehr speziell. Fällt euch was ein? Tut mir leid, kenne ich nicht. Ich auch nicht. Da ist auch ein großer Baum. Tja, davon haben wir viele. Oben auf dem Plateau wachsen einige. Trotzdem danke. Natürlich. Warum wissen die nicht? Träume sind Geschichten der Seele, Winzling, nicht von dieser Welt. Wir fragen weiter. Die Tänzer und Musikanten sind eingetroffen. Die Festlichkeiten werden gleich beginnen. Kommt! Komm, ich kann's kaum erwarten. Oh, Amicia, können wir auch dahin? Klar, klingt nett. Was ist mit den Soldaten des Grafen hier? Die sehen ziemlich entspannt aus. Anderer Hauptmann, andere Männer, anderes Land. Kein Grund zur Sorge. Gut. Ich hoffe, es gibt einen Drachenmann. Den würde ich auch gerne sehen. Ein Spiel mit Geschick. Wagt einen Blick. Oh, ein Spiel. Das schauen wir uns an. Kostenlos. Es spielt euch die Aufmerksamkeit des Sohnes der Glutasche. Guten Tag. Können wir spielen? Sicher doch. Wirf einfach durch jeden Kranz einen Topf. Wenn du keine Töpfe mehr hast, ist das Spiel vorbei. Wirf nie zweimal auf denselben Kranz. Alles klar? Gut, das will ich mal versuchen. Du gewinnst. Wenn nicht, bist du bei mir unten durch. Psst, muss mich konzentrieren. Ja! Ja. Ich bin stolz auf dich. Anno. Guter Anfang. Ja, weiter so. Zeig's diesen Kränzen. Volltreffer! Ja, beeindruckend. Unglaublich! Möge dies ein segensreiches Zeichen sein. Danke. Du bist so gut. Gut. Die Kränze hatten keine Chance gegen dich. Schauen wir uns weiter um. Das war nicht in meinem Traum. Aber es ist toll hier. Es ist alles so traumhaft, ja. Inseln können nette kleine Oasen sein, aber sie sind zerbrechlich. Oh, nicht so trübselig. Gesang! Sie sind da. Die fangen sicher gleich an. Bitte, bleib im Rhythmus, Lucy. Keine Improvisation, ja? Ich singe für den Sohn der Glutasche und er braucht Energie. Aber nicht so viel. Also schön, aufgepasst, bald geht's los. Los, schneller. Letztes Jahr war grandios, ob Sie das übertreffen können? Na ja, Sie haben monatelang geübt. Ich hoffe, Sie kommen wieder über den Hauptplatz. Das ist der beste Teil. Wer ist denn der Sohn der Glutasche? Offenbar eine örtliche Gottheit. Auf dem Festland wird Saint-Jean gefeiert, die Sommersonnenwende. Es geht also um Fruchtbarkeit und Wohlstand. Kann er zaubern?
Er ist ein Gott, ein Heidengott. Ein friedlicher. Ja. Amicia, Tänzer! Das sehe ich. Kannst du diesen Tanz, Anno? Sehe ich so aus? Man weiß ja nie. Ich will dich tanzen sehen. Du bist 30 Jahre zu spät, Kleiner. Dann stelle ich's mir vor. Der Marsch der Hingabe hat begonnen. Die Prozession kommt. Schnell, Amicia. Gesegnet sei der Sohn der Glutasche. Gesegnet sei die Mutter. Sie sind hier. Hallo. Hallo? Gerade rechtzeitig. Wow. Na, möchtet ihr sie vielleicht mit Blumen segnen? Einfach auf sie werfen? Genau. Also so, preiset den Sohn. Warte, ich segne auch die Tänzer. Hugo, ihr seid alle gesegnet. Oh je. Fertig. Vielen Dank. Tut mir leid. Ach, muss es nicht. Er ist seinem Herzen gefolgt. Jetzt sind sie viele Jahre lang gesegnet. Du bist eine Wucht, Kleiner. Folgen wir der Parade. Klar. Stiften wir woanders ein bisschen Chaos. Ich finde Segnen toll. Tja, warum wohl? Oh. Sie sind da oben. Schnell, schnell. Ganz ruhig. Wir holen sie schon ein. Gesegnet sei die Mutter! Die Mutter wird gesegnet gleich sprechen! Gesegnet sei die Mutter! Siehst du die vielen Leute? Was ist hier los? Wo ist sie? Sie sollte längst hier sein. Verzeiht, mein Herr. Nun gut. Ja. Ihr alle kennt mich. Ich bin kein Mann großer Worte. Emilie, eure Priesterin, wird bald hier sein. Sie wird die hellen Tage mit wunderbaren Worten eröffnen. Mit den Worten einer Mutter. Der Mutter des Sohnes der Glutasche. Jener Sohn, was? Der dieses heilige Land der. Vor verseuchten Ratten und Krieg bewahrt. Vor Ratten? Nein, halt! Was tust du da? Weil es der Graf ist, Amicia. Unsere Abmachung. Ruf deine Ratten. Warte, was? Das war die Abmachung? Du hast mich also gerettet, damit er den Grafen für dich tötet? Ihr habt überlebt. Das hat seinen Preis. Nein. Man darf ein Kind nicht so für sich ausnutzen und das dann eine Abmachung nennen, Anno. Wir sind seinetwegen hier. Du wirst das nicht ruinieren. Scheiß drauf, ich brauche euch nicht. Nein! Anno! Ich wusste es. Diesmal werde ich treffen. Der Kerl gehört mir! Holt das Mädchen! Nein! Nein! Das ist nicht unser Kampf! Lauf! Ja. Schnappt sie! Das Mädchen! Lauf, Hugo! Aber Anno! Zur Hölle mit ihm! Gott verdammt! Was ist hier los? Halt! Schnell! Nein, nein! Hey, ihr da! Hier lang! Ich hätte es kommen sehen müssen. Deshalb kann man anderen nicht trauen, Hugo. Nichts bleibt für uns gut. Alles wird immer schlecht. Immer. Warum? Wir gehen zurück. Es ist zu spät. Nein. Die Dinge sind nicht immer gut, aber wir können das ändern. Wie? So wie wir es immer tun. Wir kämpfen. Wir halten Anno auf, bevor Schlimmeres geschieht. Wir retten deinen Traum. Wir müssen zurück, und zwar möglichst diskret.
kommt, wenn Anu tot ist oder den Grafen getötet hat? Dann sehen wir weiter. Denk dran. Wir schaffen das? Zur Hölle, ja. Hopp, wir sind in einem Stall. Hier muss doch was sein. Versperrt. Die Tür, dahinter müsste doch der Platz sein. Verschlossen, war klar. Guck mal, da oben. Wir könnten einfach drüber steigen. Viel zu hoch. Wir müssen irgendwo draufklettern. Ja. Amicia, der Karren hinter der Tür. Vielleicht kommen wir da ran. Ich glaube, dahinter ist ein Karren. Pass bloß auf. Ich weiß, keine Angst. Hugo? Schieb den Karren zurecht. Na los. Zusammen. Warum hat Arno den Grafen eigentlich angegriffen? Er hat gesagt, dass der Graf sein Schild kaputt gemacht hat. Kletter hoch. Komm, hoch mit dir. Alles klar. Gut, jetzt Vorsicht. Was haben wir denn hier? Sehen, was sich machen lässt. Viel besser. Und hepp. Hoch. Ja. Schnell! Der Graf wird angegriffen! Geh, ich halte auch schon nach den anderen. Komm, wir folgen ihm. Weg, aber mein Vogel ist so gut wie drei Männer. Ein Falke, abgerichtet, um zu töten. Kannst du ihn aufhalten? Er ist zu schnell. Der würde mich erwischen. Wir müssen den Falken ablenken. Ich versuche, ihn wegzulocken. Wenn er angreift, suchen wir uns die nächste Deckung. Mach dich bereit. Ich weiß, wo ihr seid. Ihr entkommt mir nicht.